Hallo und willkommen zurück zu Sniper Elite 3. Willkommen zurück. Okay, da kann ich hochgehen. Scharfschützennest gefunden. Damit haben wir Nummer 3. Du gehst dann bei der Hauptquest hoch, ich bleib gleich bei diesem Scharfschützennest. Das ist ein schönes Sichtfeld hier. Deswegen hatte ich den nicht gesehen, ich hatte es nicht aktiviert. So, uns fehlen noch 5 Kriegstagebücher und 2 optionale Ziele und dann war's das. Das heißt, uns fehlt noch mindestens ein Vorratsspeicher. Ja, schon auf der Suche, aber hier gibt es irgendwie nichts. Man kann ja draufstehen, Leute. Au. Okay, das war dem zu hoch. Aber egal, ich regeneriere den Strich. Also ein Vorratsspeicher sieht so aus, das sind ein Haufen Kisten mit Zeug. Vor allem kannst du Munition holen. Okay, jetzt bin ich auf der Mauer, auf der Lauer. Dokument gefunden, es lag einfach am Boden. Nicht sehr gut. Ja, kann passieren. Okay, hier oben ist nicht viel. Da kann ich auch runtergehen. Okay, hier hinten kann nichts mehr sein. Ja. Oh, Wasser. So ein kleiner Teich. Ah, okay, das hier ist weiter unten, ist der Rest. Verbandskasten, all das Zeug. Öl? Ah, okay, nicht für lange. Keine Höhlen für lange. Ist das interessant? Oh, eine Kiste. Ich finde hier nichts mehr. Oh, hier geht's noch lang. Oder ne, ich glaube nicht, dass ich von hier kam. Hier geht's weiter runter. Geht's nicht lang. Weil hier geht's lang. Also ich finde nichts mehr, Dennis. Ich gehe jetzt. Ja. Ich habe einen Weg von draußen nach drinnen gefunden, lol. Mit Höhlen. Einfach durch die Mauer durch. Ach so, ne? Da war ich doch vorhin schon. Ich dachte, so bist du reingegangen. Hä, was? Auch nein, ich bin zur zu Vordertür. Du in der Ecke schon. Ich war in der Ecke schon, aber ich habe jetzt nicht geguckt, ob in darin Riss in der Wand ist. Bin zur Vordertür reingegangen. Hab den Haupteingang verwendet, weißt du? Marinemunition. Ah, sehr gut. Dann ist das hier der letzte. Und das ist wahrscheinlich dann noch so ein Papier zum Mitnehmen. Genau. Ich wurde befördert. Herzlichen Glückwunsch. Dann fehlen uns trotzdem noch ein paar Bücherchen. Optionales Ziel.
Typ ist ganz allein. Ach, doch nicht ganz. Oh, wir müssen den richtigen markieren. Shit. Okay, welcher ist der, den wir brauchen? Der am Ende mit einem Notizbuch weggeht. Scheiße, jetzt sehen wir sie gleich nicht mehr. Über das Gebäude. Also sind ja keine anderen Gegner mehr, nur noch die. Okay. Sieht so aus. Spawnt vielleicht nochmal jemand, aber egal. So, die haben jetzt ihr Treffen. Sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, wer von uns soll fahren? Ich werde fahren. Sie den Führer aus, dass wir gemeinsame Sachen. Wir alle werden uns in dem Ruhmsonnen Valens Verrat ein Ende gesetzt haben. Nur nicht nachlässig werden! Dann nicht sie los. Sein Tagebuch am vereinbarten Ort. Am vereinbarten Ort ist das Tagebuch, okay. Game over? Wir haben keinen markiert, lol. Welcher von den dreien soll der richtige sein, Mann? Die machen keine gescheiten Handbewegungen und die Stimmen sind nicht gerade hilfreich. Ah, du hast das Spiel verlassen. Was? Ja. Ja, mal schauen. Ja, jetzt bin ich aus dem Ladebildschirm raus. Todesoffiziers wie einen Unfall aussehen lassen. Ach, das ist das dritte optionale Ziel. Gut zu wissen. Ja, lässt mich wieder ein. Ich weiß nicht, aber wenn ich weiter drücke, steht da, warte auf Spieler, musst du da auch irgendwas drücken, oder? Ich bin jetzt gerade wieder in dem Kampagnenmenü und bin auf bereit. Also eigentlich musst nur noch du auf bereit drücken. Das beantwortet nicht meine Frage! Musst du auch was drücken, wenn ich den Spielstand neu lade? Ja, ich habe ja vorhin, als du dein Komplize oder so ähnlich will neu starten. Einverstanden? Ja, habe ich gedrückt. Und dann war ich im Ladebildschirm und du sagst, ich habe verlassen. Dann verstehe ich es nicht. Gut, jetzt mache ich das Ganze etwas schneller. Warte mal, da ist ein. Wo ist das Fahrzeug, was ich gerade gesehen habe? Ist doch voll weg. Ach, das weiter hinten lang. Anderer Mann. Ernsthaft, ich habe zweimal daneben geschossen. Zählen die optionalen Dinge alle noch? Ja, sieht so aus. Willst du einfach nur reinlaufen bis zu dem Punkt oder was? Aua. Na los zur Sniper Position. Au. Bist du hier Flaschen? Alter, ich hab doch Waffe gewechselt, mach was! Oh. Das ist nicht so optimal, weil ich auch fast tot bin. Dann heil dich. Ich hab nix. Was zur Hölle nimmst du eigentlich mit in die Mission? Ich hab dich noch nie irgendwas benutzen sehen. Wenn du nicht einmal einen Verband hast. Au. Alter. Ist da jetzt ein Gegner im Weg oder nicht? Da ist niemand mehr. Okay. Und ich habe nur noch zwei Schuss und die rennen gleich um die Ecke. Laut Minimap. Okay, los geht's. Jetzt habe ich meine Sniper draußen, ihr Ärsche. Wo steckt er? Ich habe ihn! Aua! Wollen die mich gerade verarschen? Die haben mich gesprengt. Die haben mich gesprengt, während ich das Ding geöffnet habe. Mein Gott, Mann. Kommst du hoch? Seht mal da drüben nach.
Also ist ja gerade aufgemacht. So. Wo ist mein... Nein, nicht meine Panzerfaust. Also, doch, Hurensohn. Eingeweidetreffer. Ist auch okay. Ah, Scheiße. Der andere Sniper. Au, au, au. Mein Gott, Mann. Ja, perfekt. Nur du kannst skippen. Wer auch immer hier drin war, hat sich seine Hand verletzt. Du keine Ahnung, wie. Du wurdest beim letzten Mal aber, glaube ich, nicht hier rein teleportiert. Ja, kann mich auch nicht erinnern. Aber du bist jetzt rein teleportiert. Wie kann das als Lungentreffer zählen? Das war sein Kopf. Der atmet aber sehr schwer. Oh, auf die Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer! Oh shit! Was? Ach man! Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Volles Leben auf meiner Lebensleiste, was soll das? Wo bist du denn jetzt überhaupt langgelaufen? Hier geht's ja gar nicht weiter, wo ich hochgegangen bin. Ich wollte das Geschütz nehmen und bin runtergegangen. Dann solltest du darauf achten, was da steht. Das ist ein ziemliches Problem, wollte ich nur mal gesagt haben. Er muss hier irgendwo sein. Wachsam bleiben. Irgendwo. Warte, geh nicht um die Ecke. Ich warte nicht, wenn ich das mache. Die Sniper als Scharfschütze, Shotfend, so einfach geht das. Granate! Scheiße! Oh shit! Lungentreffer, war das nicht eher die Arme? Bin bald dort. Schauen, wie die Sequenz das verkraftet. Okay, bin da. Okay. Wahrscheinlich müssen wir erst Ruhe haben oder so. Ach so. Ja, es funktioniert ja scheinbar nicht. Hier war mein Standortwechsel erfolgreich. Ich könnte mal da, wo du warst. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich da unten eine Mine setzen soll, wo die langlaufen. An der Leiter oder was? Nee, ich glaube nicht, dass die hier hochkommen, die Offiziere. Au! Das habe ich mal gesehen. Ich dachte, du achtest auf alle, die mich sehen können. Ah, hier ist einer. Mann, ich sehe den, ich kann den nicht mal anvisieren. Ich krieg seinen Arm.
Wenn das was hilft. Oh, da sind zwei. Alle, die noch da sind, sind nicht für mich anvisierbar. Hi. Oh. Was, hier ist der Punkt? Ernsthaft? Ja, hier waren wir doch vorhin in der Sequenz, Mann. Ich hab nicht gedacht, dass wir auf so einem Holzbrett waren. Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich durch mich umgeguckt. Okay, gibt's jetzt noch irgendjemanden? Oder hört das jetzt dann gleich auf? Weiß nicht, man kann hier nicht aus Versehen runterlaufen, oder? Ja, anscheinend nicht. Zumindest nicht nach vorne, die andere Richtung geht. Ich sehe nix. Ah, okay. Wer von euch ist es? Wir müssen uns echt sicher sein. Ja, wie? Wie soll ich denn herausfinden, wer der Richtige ist? Der fährt oder was? Wir müssen herausfinden, ja, der fährt, holt das Dokument. Aber wer von den dreien war der fährt? Ich habe nämlich echt keine Ahnung, wer überhaupt geredet hat. Versuchen wir mal mehr auf die Gestik zu achten. So. Ah, muss noch weiter vorgehen. Das ist echt nur das Holz. Überprüft eure Waffen. Wachsam bleiben. Okay, die sehen voll identisch aus. Sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, wer von uns soll fahren? Ich werde fahren. Richten Sie dem Führer aus, dass wir gemeinsame Sache gemacht haben. Ich glaube, es ist der Oberste, aber ich weiß nicht. Also die Augen auf uns in dem Ich dachte rechts. Vielleicht. Weiß ich nicht. Sein Tagebuch am vereinbarten Ort. Ich würde sagen, es ist nicht der links unten. ja. Markieren wir einfach einen von beiden. Wir sollten halt markieren. Hm. Kannst du das skippen? Ja. Na, Gott sei Dank. Das dauert ja immer noch. Oh nö, das dauert ja immer noch ewig. Ja, natürlich! Meine Fresse. Das ist ein Offizier. Was macht das Spiel mal mehr markiert, ehrlich gesagt, würde mich das auch wundern. Ziel gefunden. Warte mal, ernsthaft? Er wollte mich ja wohl verarschen. Ich sagte, ich soll den richtigen markieren. Markieren wir einfach alle drei und dann sehen wir den richtigen. Jetzt sehen wir gleich, ob es der obere war. Es ist der Stern hat. Wer hat das programmiert? Ja, es war der obere. Oh mein Gott. Ey, wie machen wir das mit dem Unfallkill? Das interessiert mich. Was Unfallkill? Ja, das dritte optionale Ziel, Unfallkill. Wo steht das? Haben wir das jetzt gerade oder was? Als ich rausgeflogen bin, war ich ja in dem Menü mit den ganzen Punkten. Da stand's drin. Ja, von dem oder von wem? Ja, dieser Offizier hier. Ja, dann muss warten, bis wir die Option überhaupt haben. Er ist ja noch nicht da. Hat. Sollen wir jetzt machen? Warten? Na, die haben ja schon fertig gequatscht, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Aber wir sollen doch Unfallkill machen. Die Option ist ja nicht da. Dann verfolgen wir ihn erstmal. Er braucht ja erstmal die Infos. Es sind nur noch die drei Menschen auf der kompletten Map, wenn keiner gespawnt ist. Das wäre ja echt witzig. Sollen wir die anderen jetzt eigentlich töten oder lassen wir die besser am Leben, nicht, dass das dann als Fehler zählt oder so? Ja. Die chillen so in Zeitlupe, ey. Latschen wir den einfach hinterher. Was zur Hölle ist das? Wieso sind die rot umkreist? Ich weiß nicht.
Ich sehe jetzt nicht, dass mich wer sieht. Blaues Ausrufezeichen auf der Map. Was denn nicht? Irgendwo, ah, da ist irgendwo ein Scharfschütze. Ja, da. Das ist ein Scharfschütze? Ja, sehr geil. Davon wusste ich natürlich nicht. Und da drüben daneben auch. Shit, ey. Gehen besser woanders hin. Ja, aua. Wollte ich vorhin ausschalten, aber die waren vorher nicht da. Ja, das sollen die ihren Kopanen nicht sagen. Der hat gerade eine Tür geöffnet. Wenn ich meine Schüsse time, hört sie niemand. Er geht raus. Er hat jetzt sicherlich was auch immer aufgenommen. Töte den Offizier und nimmt Informationen an dich. Aha. Das ist ein Tod wie ein Unfall aus. Was heißt jetzt da? Okay, ist irgendwas hier, was man runterfallen lassen kann oder irgendwie so? Anders kann ich mir hier einen Unfall nicht groß vorstellen. Da ist ein Sniper hier, der gerade neue Position einnimmt. Ich habe ihn gerade markiert. Die bewachen diesen Offizier ziemlich heftig. Ist der Schuss darf auf jeden Fall nicht gehört werden. Aber ein Unfall. Wir müssten ihn theoretisch explodieren lassen vielleicht oder sowas. Ich würde jetzt gerne die Sniper loswerden, sobald Lärm in der Nähe ist. Hast du gegengetreten? Okay. Ja. Ich nehme den ganz oben zuerst. Hast du erwischt? Ja. Als nächstes der andere. Okay, jetzt. Feindkundschaft hat aus. Was soll das schon wieder? Also für mich war das... Der Sniper ist gelb. Ja, vielleicht hat er dich gesehen. Für mich war das eigentlich unser Offizier, der schaut jetzt auch blöd. Das ist doch jetzt Lärm. Jetzt ist kein Lärm mehr. Jetzt ist wieder Lärm. Immer noch kein Lärm mehr. Zu dem Sniper komme ich mit der Wellrot. Ich habe aber nur noch 4 Schuss. Und da sind 2 andere gelbe Punkte. Warte mal. In der Nähe. Was passiert, wenn ich das hier ausmache? Das hier ausmache. Angriff läuft, was? Sieht man gar nicht. Was haben die? Was denn? Ja, du bist laut. Warum steht der Angriff läuft? Wie, ich bin laut? Ich habe den Typen mit der Wellrot angeschossen. Ich schleiche doch hier nur durch die Gegend. Und warte, irgendwo sniped mich jemand. Oh ja, da sniped mich jemand. Aua! Boah, shit. Das tat weh. Okay, sobald die Flugzeuge das nächste Mal kommen, ist der hin. Ey, was? Ich liege am Boden! Du kannst mich nicht treffen durch die Wand! Und wieso kommt da kein Lärmsymbol, wenn da ein Flieger durch die Gegend fliegt? Dann war nicht laut nur. Ich habe noch einmal verbannt. Da ist ein Ding mit explodierendem Pass drauf. Ich drücke den einfach gleich, das regt mich auf. Der Sniper ist nicht mehr markiert, wieso? Ich markiere ihn nochmal, aua! Jetzt! Wie nicht? Ich krieg kein Symbol, kein ja, Lärm. Weil die keinen Lärm machen, fertig! Das Flugzeug ist nicht laut genug, oder was? Das war die letzten 20 Minuten laut genug. Jetzt aber nicht mehr. Boah, regt mich das auf. Oh, nein, nein, nein. Ernsthaft, der hat mich gerade angeschossen. Ah, da ein bisschen weh. Was? Ach nee, warum ist denn hier unten ein Mensch? Au, ja, das hat mir jetzt sehr viel geholfen. Warte mal. Okay, ja. Was? Was? Okay. Schon gut. Ich hatte auch nur noch ein Lebensstück. Ach, da landen wir wieder hier, okay. Na, vielleicht besser so. Was ich mir nur frage, zählt es, wenn man alle markiert, weil... Ja.
Ziel gefunden. Ich meine, die Mission ist theoretisch schon erledigt, wenn wir es gefunden haben. Ja, da bist du schon nach unten verkrochen, okay. Ja, das ist ein bisschen nervig, dass man jetzt hier so lange warten darf. Aber das mit dem Unfall haben wir noch nicht. Also geht das von hier aus noch nicht. Ich habe jetzt noch etwas über eine Stunde Zeit. Eigentlich sollten wir das locker noch das nächste Level schaffen in der Zeit. Wenn wir hier bald mal raus sind. Sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, wer von uns erfahren? Also ich die Aufnahme. Geht euch nicht vor aus, dass wir gemeinsame Sachen machen. Selbstredend. Wir alle werden uns in dem hohen Sonnenwahlensverrat ein Ende gesetzt zu haben. Dann richten Sie los. Sie finden sein Tagebuch am vereinbarten Ort. Information bleiben. Nur nicht nachlässig werden. Ah, oh, du bist schon runter. Nur nicht nachlässig werden. Information bleiben! Das muss ein Vorratslager sein. Nichts von Interesse zu sehen. Lol. Ich wusste nicht, dass es solche hier auch gibt. Da ist auch noch ein Gegner, der weggelaufen ist. Warum war das jetzt nur kurz da? Ach mal, ist das Visier irgendwie für den Arsch. Glaubst du, es zählt als Unfallkind, wenn dann die Luft gesprengt wird? Was ich nicht! Ist die Quest denn schon da? Sagen die noch nicht da, es kann sich zählen. Ja, der Typ muss ja erstmal das Zeug da aus der Tür holen, ey. Chill, der ist jetzt direkt an der Tür. Ja, aber du sagst das so, als würdest du direkt gerade die Gelegenheit da haben. Nee. Warum sehe ich dir keinen Punkt? Was, da unten? Wie zur Hölle kann der so weit unten sein? Was machst du denn wo unten? So stark kann die Schwerkraft die Entfernung gar nicht sein, was zur Hölle. So, jetzt kann man ihn töten. Was zählt als Unfall? Ach, da, jetzt geht der Sniper an ihm vorbei und kommt dann hier hoch, wo ich gerade bin. Sniper ist tot. Was zur Hölle? Wie kann der das so weit? Meine Waffe hat so einen harten Verzug gerade, das ergibt gar keinen Sinn. Schießt auf irgendwen. Ich würde gerne. So, wo bist denn du lang gegangen? Da würde ich jetzt auch gerne lang gehen. Au. Vielleicht ein bisschen tief. An diesem LKW. Oh! Eine Nase, Mann. Ja, ich hab's. Ziel abgeschlossen. Okay, das ist toll. Auf Fall. Gut, wo müssen wir hin? Ach, scheiße, wir müssen den wahrscheinlich noch looten. Warum gilt der denn eigentlich unter den Bedingungen schon als gelb? Ja, aber die Optionale ist auf jeden Fall abgeschlossen. Na gut, bei seiner Leiche ist jemand. Gerade gewesen. Aber ich habe Lärm in meiner Nähe, wenn ich...
wenn es noch funktionieren würde. Na, auch egal, ich habe die Wellrott. Ich bin gleich bei ihm, der rennt in Zeitlupe an dem LKW vorbei. Ich loote. Oh, Panzer. Scheiße, beim ersten Run hatte ich dort eine Landmine. Das ist jetzt natürlich nicht mehr. Mein Gott, Mann. Egal. Oh mein Gott. Ah, bitte. Ah, lebe ich noch? Ja. Au. Jetzt bräuchte ich echt eine Panzerfaust. Nein. Ah, dieser scheiß Drecksgegner. Warum wirft er überhaupt seine Granate da rein? Der Panzer killt mich. Mein Gott, komm her! Wo Zelle legst du? Ist ziemlich weit weg, habe ich den Eindruck. Warum denn? Du musst nur noch, genau, du musst nur noch runter. Ja, lauf doch nicht an mir vorbei. Ey, ich hab ein Fünftel von dem Dingensens. Ja, so, ist kein Mensch. Noch nicht. Ich habe eine Landmine gesetzt. Wenn der Panzer sich vorwärts bewegt, könnte er gesprengt werden. Ich habe versucht, ihn zu scannen, aber scheinbar ist sein Schwachpunkt nicht vorne. Müssen wir den Panzer töten? Ich hätte gesagt, ja. Ah, fucking shit. Oh, da ist ein Sniper. Der hält so viel aus. Okay, er ist hin. Aua! Sag mal, schießt der Panzer immer noch nicht auf dich oder was? Ja. Es ist kacke, weil es mich auch trifft. Aua! Wie soll ich den denn umbringen, wenn er die ganze Zeit dahin schießt? Geh woanders hin. Aua! Alter, geh woanders hin! Renn da jetzt weg! Schieß nur alle 5 Sekunden oder so. Au! Ach mein Gott, Mann. Ja. Hab doch egal. Hab gerade abgedrückt! Das ist jetzt danach quasi, oder wie? Ah ja, okay. Ja, das ist die Hauptsache. Als ob das nicht speichern würde, da wäre ich ja jetzt echt wütend. So, diesmal möchte ich dir einen fucking Headshot ab. Kann dieser Gegner mir erklären, wie das geht, dass ich ihn keinen Headshot verpasse? Der ist doch rot. Und das ist doch die Mitte. Ich halt näher ran. Wenn du es so gewollt hast. Ah, scheiße, er hat sich umgedreht. Ah, okay, er ist hin. Oh. Also. Panzer ist hin. Ja, das ist nicht das Ziel, oder wir müssen raus, oder? Oder was ist das Ziel? Weiß ich nicht, was sagt denn das Ziel? Zerstöre den Panzer 4 und verlasse die Stadt. Oben raus, sehr gut, das ist näher dran. Oh, das ist aber trotzdem etwas viel los hier. Wir müssen aber gucken, wie hier rauskommen. Wo war die Rampe, wo du runtergekommen bist? Ah, ja. Alter Schwede, kannst du mal sterben jetzt? Okay. Keine Munition für meine Enfield. Ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Keine Sorge, ich bin bald beim Ausgang. Oh, ups, falsche Richtung, da komme ich nicht durch die Wand. Er ist hier irgendwo. Na, so chillig war ich nicht unterwegs. Ah, ja, okay, das kommt eher hin. Oh, ich hab Verstärkung! Ach du Scheiße! Ja, alles klar. Panzerfaust, wo standest du denn? Da hinten im Gebäude, im Erdgeschoss ist einer. Neben am Auto, aber die Leute neben mir leben alle noch. Ich sehe ihn! Ich bin am Ausgang der Stadt gespawnt. Ich wusste nicht immer, wohin. Ja, da bin ich auch gespawnt. Bin auf der anderen Seite. Ich kann von hier hinten den Typen nicht erledigen, aber immerhin kannst du mich wahrscheinlich retten. Au. Keine Munition, ich hab keine Schüsse, ich kann nicht snipen. Schau mal da nach hinten, au! Aua! Was ist denn los? Schnell, wir müssen in die Deckung. Das Auto ist keine Deckung für das Spiel.
Ich kann hier, WTF, ich kann nicht weiter weg. Was laberst du? Wo willst du denn hin? Ja, genau da, wo ich bin. Einfach hier, wo ich bin. Wir müssen nicht raus, wir müssen töten! Boah. Wie soll ich die töten, wenn ich keine Munition hab? Aua. Warte, warte. Bin fast tot. Ah, ich hab Munition. Ich hab immer noch auf die panzerbrechende Munition. Also ich hab doch Munition. Was? Wieso bin ich am Verbluten? Ja, warst du nicht gescheit in der Deckung oder wie? Ich lag da am Boden rum, ich kann nicht weiter in deine Richtung, weil du da bist. Und ich weiß auch nicht, wer mich getötet hat, weil der, den ich angeschossen habe, der... Den kann ich nicht treffen von hier aus. Der schießt aber scheinbar genauso wie das Holz. Es ist also der Sniper rechts, an den komme ich von hier aus nicht ran. Aua! Reicht es. Lass mich da durch, du blöder komischer Typ! Bitte? Was soll, bist du in Sicherheit? Jetzt ist er hin. Das war der letzte Sniper. Ah, das ist das Primärziel, okay. Triff dich wieder mit Brauer. Jo. Na geht ich doch! Ich würde sagen, dann sind wir quitt. Nicht wahr? Wenn Sie das sagen. Dem ging es aber schnell wieder gut. Du hast ja leider nicht gesehen, wie ich den getötet habe, diesen einen mit dem optionalen Ziel. Also für alle, die es gern wissen wollen. Ich habe einen Generator aktiviert. Ich habe eine Explosion gesehen. Und er stand gerade an einem LKW mit Fässern, also habe ich die einfach in die Luft gehabt. Mhm. Ich drücke jetzt auf Weiter. Aus Wahlens Notizbuch geht der Standort seines persönlichen Hauptquartiers hervor. Ein Außenposten an einem Gebirgspass. Aufklärungsmissionen ergaben, dass hier eine größere Einheit stationiert ist. Und die zerstörten Panzer deuten auf eine Tiger-Division hin. Wahlen muss paranoid sein, was die Sicherheit betrifft. Zu Recht, vermutlich. Nach dem Verrat in Siva. Obwohl es die Sache noch komplizierter macht, in sein Hauptquartier vorzudringen und ihn ausfindig zu machen. Er hat sich in den Ruinen eines uralten Monuments im Bergmassiv niedergelassen. Ich muss mich langsam durch den offenen Pass bewegen. Mein Gewehr wird sich über mangelnden Einsatz nicht beklagen können. Es wäre gut, ein paar Landminen einzupacken. Und vielleicht kann Brauer Ziele für mich ausmachen. Er hat einen guten Blick dafür, wo Ärger drohen könnte. Okay. Gut. Aber... Weiter geht's nicht, Bart. Wir werden dich vergessen. Genau. Ciao. Tschüss.